Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash4TheVegetarian zurück bei Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Nachdem wir nun seit dem letzten Part den ersten Teil zu 100% abgeschlossen haben, wird es nun Zeit, dass wir mit der 100% Jagd des zweiten Teils durchstarten. Und ich würde sagen, wir fangen erstmals an, ein letztes geheimes Tor freizuschalten, das uns noch gefehlt hat. Und das finden wir nur hier bei Diggin' It. Direkt am Ende. Ja. Es war dieser eine Bienenlevel. Was geht so, liebe Leute? Hier ist euer Crash4TheVegetarian zurück bei Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Nachdem wir den ersten Teil nun zu 100% abgeschlossen haben, wird es nun Zeit, dass wir damit anfangen, das gleiche auch mit dem zweiten Teil zu tun. Und wir fangen damit an, ein letztes geheimes Tor freizuschalten. Das können wir nur über Diggin' It. Denn gegen Ende gibt es da bei einer, ja, Explosions. Wie soll ich sagen? Explosionsspuckenden Pflanze gibt es dann an der Stelle, wo sie sich befinden, der Eingang zum letzten geheimen Tor. Aber erst am Ende, jetzt noch nicht bei dieser hier zum Beispiel. Ups! Es fängt ja wieder gut an. Nur Leben, na klasse! Das nächste Game Over steht auch schon bevor. Wow. Da muss man nachsehen, ob ich irgendwie drauf springe. Ja, zum Glück tun die Minen nicht unbedingt was. Aber der tut schon eher was. Oh, was soll das denn? Okay. Ja, Game Over. Halt's Maul. Du bist jetzt nicht mehr länger wichtig. Also relevant. Was jetzt nun mehr relevant ist, relevant sind die restlichen Juwelen und alle Relikte des dritten Teils. Also alle Goldrelikte. Mindestens. So. Überwunden. Ups. Okay. So, jetzt passe ich aber auf hier. Es kann doch wohl nicht so schwer sein. Da wäre ich wieder zu früh gesprungen. Kann es auch nicht lassen. Immer diese Reflexion. Ist wieder mal typisch ich. So. Sehr schön. Gut abgesichert. So. Der schießt, glaube ich, sogar hier rein. Ja. Wow. Echt nicht zu spaßen. So, irgendwo war das dann. Den Bronzelevel überspringen wir, weil wir haben ja schon alle Juwelen hier. Brauchen wir also nur den Geheimpfad finden. War das beim Noten? War das bei der Noten-F-Plattform? Ich kann es gerade nicht sagen. Kann er ja trotzdem hier mal nachgucken, aber. Ich glaube, das war beim regulären Weg.
Gehen wir erstmal den regulären Weg und dann sind wir weiter. Oh oh. Ja, die Biene haben wir überwunden. Das Bienenzeug. Ach, wirklich extrem listige Viecher. So. So passt das. Warum sammle ich eigentlich noch die Kisten? Hm. Wahrscheinlich um ein paar Wumperfrüchte. Ja. Um ein paar Wumperfrüchte noch zu erhaschen. So. Kann ich noch ein paar extra Leben hier verdienen. Deswegen sammle ich ja das ganze Zeug noch ein. Auch wenn es nicht mehr nötig ist. So. Ich glaube hier war es. Hier war es. Ich muss aber nur auf sie irgendwie drauf springen. Das geht. Und Scheune an, ja! Haha, der Floraflop. Nice, wir haben alle Geheimtore offen. Sehr schön. Dann können wir nicht Road to Ruin auch mit zu 100% abschließen. Dann macht man das mal, ne? Jetzt haben wir überall alles. Dann passt das. So, dann sind wir jetzt hier angelangt. Spucken die Feuer? Ich meine, die gucken ihn. Die starren mich jedenfalls an. Ui, oh, da war eine TNT-Kiste versteckt. Ja, natürlich. Puh. Ui. Da bin ich ein bisschen risikoreich gewesen. Naja, das machen wir alles noch on-can hier. Wow. So. Ist das eh der Anfang hier? Nein, noch nicht ganz. Hier ist der wahre Anfang. Okay, aber da gab es hier dazwischen keine Kisten. Okay. Okay, okay. Passt schon. So, jetzt muss ich es nur noch zum Checkpoint schaffen. Und ich darf dazwischen überhaupt nicht sterben, weil es gibt eine No-Death-Plattform zusätzlich. Aber das ist schon ein heftiger Level eigentlich. Oh yeah! So gefällt mir das schon viel besser. Gut, dass ich es noch bemerkt habe. Und da ist sie, die No-Death-Plattform. Da gibt es ein, denke ich, das geheime Juwel. Ich sehe es auch schon hier. Oh je, da kommt wieder der verdammte Gorilla. So, jetzt aber. Verschwinde, Mann. Zum Glück habe ich jetzt den richtigen Rhythmus gefunden. Ja, da ist er auch wieder.
Ups. Okay, passt schon. Bam. Ja. Hat er genug rumrandaliert. Uff. Gut, ich bin jetzt sicher. Und da ist er. Hallo, mein süßes kleines Ding. Damit haben wir schon den Geheimedelstein. Und doch mal Unbesiegbarkeit hier. Aber kriege ich dann auch den normalen Edelstein hier? Den kann man auch nur über den Geheimpfad hier erreichen. So. Bonus. So, einfach nur damit arbeiten, mit dem Fragezeichen. Hä? Au! Oh. Ist miteinander verknüpft hier alles. So, jetzt komm rüber. So, es ist fein. Könnte sich ausgehen, wenn ich da jetzt... das jetzt so mitzähle. Naja, 14 fehlen mir ja noch. Könnte knapp werden. Ich hoffe, dass dazwischen keine andere Kiste war. Willst du jetzt echt an dein Handy rangehen? Dafür hast du keine Zeit, Mädel. Diese blöde, hüpfende Affe schon wieder. Oh nee, schade. Ja, es fehlt was. Ah, da war den Affen, den zieht man so schwer. Was soll's. Haben wir erstmal das Juwel. Dann sollte ich halt jetzt nochmal den normalen Weg bestreiten. Also die Notev-Plattform, sollte ich mir merken, sollte ich auslassen. Ich mache halt jetzt nur noch diesen Level on-cam und den Rest mache ich wieder off-cam. Aber immerhin nicht schlecht, Herr Specht. Da kann sie abfeiern. Ja, jetzt wollte ich nicht nach oben, verdammt. Runter. Runter. Mädel, runter. Ich muss also nochmal die Statistik ansehen. Es fehlen noch 3 farbige Edelsteine hier. Und ich glaube, die kann man auch nur durch No-Dev-Plattform erreichen. Aber immerhin. So, wenn wir das hier abgeschlossen haben, haben wir von hier schon alles. So ziemlich. Weil, ja, Relikte fehlen zwar, aber machen wir ja nicht. Hier steht ja auch der Hinweis. Den sollte ich das öfter mal lesen, weil der klärt nicht bloß die Steuerung. Der gibt auch gute Hinweise bezüglich Kistenjuwelen. Also der gibt auch nützliche Tipps in Bezug auf Kistenjuwelen. Das sollte ich wirklich das öfter mal begutachten. Oh. Ja, der Hechtsprung, der macht es. Da kommt man immer über die Nitro-Kisten. So. Aber jetzt habe ich leider kein Akku mehr. Das heißt also aufpassen hier. Aber eben beherrsche ich jetzt schon. Immerhin habe ich jetzt den Affen besser beherrscht, weil wenn man bedenkt, wie ich vorher noch so Probleme habe während des Let's Plays und jetzt so schon ein Klacks fast. So. Okay, hier kann ich es mir dazwischen mal erlauben zu sterben. Ich brauche einfach nur
Ja. Ich brauche einfach nur die Kisten. Die Notdev-Plattform ist ja nicht notwendig für Kisten. Mann, diese Viecher tun mir schon fast leid, wie sie zu halben Robotern umgebaut worden sind. Habe ich echt schon Mitleid. Diese armen Tierchen. Ja, da gab es ja leider dazwischen ein paar Kisten. Ich hätte aufsammeln müssen, aber was soll's. Ja, da ist er wieder. Akku, Akku. Alles kein Ding. Alles kein Ding. Oh. Oh. Da sage ich noch, alles kein Ding und... Die Maus wäre beinahe volle Kanne mich reingehauen. Ich wäre beinahe nicht nur. Hätte mich meiner nicht nur verbrannt, sondern. Hätte noch. Wow. Hätte noch beinahe unfreiwillig die Maus geküsst. Heute will ich es aber auch wissen. Ich bin echt ein Held hier. So, jetzt nur noch 11 Kisten. Und ich habe einige extra Leben gut gefarmt, weil ich meinen ersten Teil, obwohl ich schon so oft gefailt habe bei der Suche nach den restlichen Juwelen, oh Mann, wie sich da die Leben zusammengesammelt haben. Über 60 habe ich ja, glaube ich, schon zusammengekriegt insgesamt. So, du blöder Hüpfaffe. Das ist sogar... Der ist ja auch halb robotisiert. Das ist echt nicht zu fassen, was die den Affen gemacht haben. Da fehlen noch zwei. Wo sind die? Ich hoffe, die sind am Ende. Ups. Hä? Ich dachte, da wäre was. Was? Wo sind denn noch zwei, bitteschön? Wo sind denn noch zwei? Hab ich denn noch was übersehen? Autsch. Ja, danke, Akku, Akku. Zum Hölle habe ich denn jetzt noch welche übersehen? Mir fehlen da noch verdammt nochmal zwei. Das gibt's ja wohl nicht. Wo habe ich denn noch zwei übersehen? Waren doch welche bei der NoDev-Plattform noch dabei? Oh man. Gibt's ja wohl nicht. Wo zum Henker waren denn noch zwei? Oder hat die TNT-Kiste nicht alle mitgenommen? Als ich sie aktiviert habe. Da muss es liegen. Da muss noch zwei... Meine Fresse. Oh Gott. Ich hoffe nur, ich fahre dort wieder an, bei dem geheimen Tor. Nicht, dass ich mich wieder dorthin geben, extra hinbegeben muss. Das fängt ja gut an, ey. Ich sollte gleich bei der TNT-Kiste bleiben und gucken, ob er auch hübsch alles mitnimmt. Ob sie auch hübsch alles mitnimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ich hätte vielleicht doch ohne zu sterben da rüberkommen sollen. Vielleicht hätte ich die NoDev-Plattform auch nutzen müssen. Oder hier habe ich was? Nein, ich habe nichts übersehen. Ich verstehe nicht. Das soll. Oder dass ich nicht abgerutscht bin.
hat alle mitgenommen. Was zum Henker? Da fehlen doch zwei genau. Hier am Anfang, da sind ja keine, oder? Nope. Das stimmt doch fast nicht. Ach! Zählt das jetzt auch schon als tot? Also für die NoDev-Plattform oder was? Meine Fresse. Ja, keine Kiste mehr da. Was ist das denn? Oh. Ich starte nochmal neu. Ich versuche das doch lieber aufkellen, weil das... Ah! Nervt!
Okay, ich habe wahrscheinlich die beiden TNT-Kisten übersehen. Vielleicht liegt es auch daran. So. Komm nur her und tschüss. Naja, aber jetzt habe ich sie. Also jetzt habe ich sie alle. Und damit auch das Juwel. Endlich geschafft. Okay. Gut, dann werde ich ab jetzt off-cam, also von nun an off-cam alle anderen Juwelen suchen. Angefangen mit den farbigen Juwelen. Deswegen... ja, verabschiede ich mich hier an der Stelle und wir werden uns dann wiedersehen beim guten Ende von Crash 2. Von Crash 2. Crash 2 Remake. Und wir fangen aber auch an mit den oberen Leveln. Das sind natürlich die schwierigsten. Wenn man das Schwierigste hinter sich hat, dann passt das schon. Night Fight zum Beispiel. Da habe ich so ein Juwel, aber das obere scheint interessant zu sein. Genauso wie bei Space Out. Und mal gucken. Aber wer weiß, vielleicht brauche ich da erstmal farbige Juwelen. Na, werden wir sehen. Okay, dann würde ich sagen... gucken wir uns das mal an. Ihr werdet dann sehen, mit welchem Level ich anfange. Wenn es das nicht ist, dann wird es was anderes sein. Thank you.